Willkommen beim Green Driving Day von Autobild Österreich. 2021 haben wir 7 Fahrzeuge hier in Teesdorf versammelt. Darunter sind verschiedenste Antriebe von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis zu Elektro- und Wasserstoff-Brennstoffzelle zu finden. Unser Testteam besteht aus Lesern und 2 Leserinnen, die sich über Autobild Österreich beworben haben. Heute können Sie die alternativen Antriebe gemeinsam mit der ÖMTC-Fahrtechnik auf der Piste kennenlernen, um anschließend gemeinsam mit der Redaktion einen Nachbericht zu erstellen. Ich bin eigentlich sehr überrascht, wie es gut praktisch mit dem Mirai, mit dem Wasserstoffauto zu fahren ist. Eigentlich nicht viel anders wie mit meinem Elektrosmart, nur natürlich eine entsprechend riesen Reichweite. Ja, das elektrische Fahren ist auch natürlich ungewohnt, weil man hört nichts. Aber es ist da genauso harmonisch, muss ich sagen, und man fühlt sich eigentlich gleich zu Hause. Also ich kann da nur positiv Erwähnungen machen. So, jetzt speziell auf den Kofferraum versuche ich gerade als frisch gebackene Großmutter zu checken, wie denn die Kinderwagen und Kindersitze hineinpassen würden. Das entwickelt sich gut, ja. Es ist super toll, es macht super viel Spaß. Ich bin konstant happy und es macht echt, echt viel, viel Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen, der so eine Chance hat, die zu nutzen. Dankeschön. Gerne. Der Driving Day und der Green Driving Day sind regelmäßige Testevents von Autobild Österreich. Ich freue mich auch beim nächsten Fahrtag auf zahlreiche Bewerbungen.